Was geht ab, Leute? Ich möchte dieses Video machen für alle Leute, die starten wollen mit irgendeinem Business, starten wollen, ihr Traumleben aufzubauen, aber sich nicht sicher sind, was sie machen sollen, wie genau sie starten sollen, ja, wie sie es angehen sollen. Ich habe 4 Tipps für euch, die euch dabei helfen sollen. Ja, der erste Tipp ist, das, was du machst, muss dein Traumleben ermöglichen. Ja, also überleg dir einfach mal, einen Tag setz dich irgendwo hin und überleg dir, ob das, was du machst, wirklich, wenn du da gewinnst, wenn du das schaffst, ja, ob das dein Leben sick macht, ja, ob das wirklich krass wäre. Weil wenn es nicht wirklich krass wäre, dann bist du nicht bereit, wirklich dafür zu arbeiten, dann wirst du nicht wirklich irgendwie sacrificen, auf eine Party zu gehen oder was weiß ich, um das aufzubauen, okay? Das heißt, es muss dich richtig erfüllen, es muss eine geile Vision sein. Wenn du zum Beispiel überall auf der Welt leben willst, dann macht es keinen Sinn, eine Lehre zu machen oder eben ein Restaurant aufzumachen oder so, weißt du? Weil du hast dann kein Location Freedom. Also schau wirklich, dass das, was du machen willst, dir diese Sachen gibt, die du auch wirklich möchtest, okay? Der zweite Tipp ist, versuche nicht immer den einfachsten Weg zu gehen, wenn du irgendetwas machst, sondern versuche wirklich die schwierigeren Sachen zu machen. Ja, der Grund ist, das heißt jetzt nicht das schwierigere Business, sondern vielleicht das schwierigere Approach. Warum? Wenn du schwierigere Sachen probierst, dann hast du erstens weniger Competition, ja, und zweitens, wenn du schwierigere Sachen probierst, dann wächst du mehr daraus, du lernst mehr, deine Skills werden krasser und eigentlich geht es am Anfang nur darum, dass deine Skills krasser werden, okay? Dass du eine krassere Person wirst, dass du mehr confident wirst und dass du eine Person wirst, die mehr Cash macht. Es geht eigentlich nur um dich als Person und nicht um den Umsatz, ja? Überleg nicht, oh Gott, ich muss jetzt so viel Umsatz machen oder was weiß ich. Du solltest eher denken, oh Gott, ich muss jetzt krass mich bemühen, dass ich mich beeile, ja, das aufzubauen, dass ich schnell bin, dass ich die ganze neue Sachen mache, die ganze meine Ideen umsetze, damit ich eine krassere Person werde und mehr lerne. Ja. Und das ist ein besseres Mindset, weil wenn du die ganze Zeit nur an Umsatz denkst, ja, oh, ich muss jetzt mehr Umsatz machen, bla bla, denk lieber, du musst mehr lernen, du musst krasser werden als Person und dann wird der Umsatz von alleine kommen. Ja. Der dritte Tipp ist, du bist nie bereit. Warte nicht, bis du bereit bist, sondern mach Sachen immer, wo du noch nicht bereit bist, okay, scheiß drauf, wenn etwas schief geht, du musst so schnell wie möglich Fehler machen und du kannst nur Fehler machen, wenn du Sachen probierst, die sick werden, okay, also überleg, das wäre eine Sache, wenn die funktioniert, ist sick, dann mach diese Sache, dann sollst du sie machen, egal ob du bereit bist, zum Beispiel, du hast eine Marketing Agency und du hast deinen ersten Kunden, ja, und der wäre bereit, die 3K zu zahlen und du denkst, ach, ich habe Angst, dass ich verkacke oder was weiß ich, scheiß drauf, du wirst wahrscheinlich sowieso am Anfang verkacken, im Notfall kannst du eine Person immer refunden, ja? Aber es ist wichtig, einfach zu beginnen, bevor du bereit bist, weil dadurch wirst du am kreativsten. Ich habe es in irgendeinem Buch gelesen, The 50th Law, Robert Greene und 50 Cent, er meinte das in diesem Buch und seitdem habe ich das auch angewendet bei mir und ich habe gemerkt, dass es extrem sinnvoll ist, dass es sehr viel bringt. Ich habe früher immer viel Zeit verschwendet, um zu warten, bis ich bereit bin. Ja, ich muss noch krasser werden, bis ich Social Media mache. Ich muss noch Viele Leute denken, ja, ich muss krasser werden, dann starte ich Personal Brand. Du musst nicht krasser werden, du musst einfach jetzt starten, bevor du bereit bist, weil alle Leute denken so, okay? Und so hast du den Leuten einen extremen Vorsprung. Ja? Für alle Leute, die sich noch nicht sicher sind, welches Businessmodell wirklich gut für sie wäre, habe ich jetzt ein Video gemacht. In der Freedom Maxing School Community poste ich das heute oder morgen und da vergleiche ich ein paar Modelle, bei denen ich gesehen habe, dass Leute erfolgreich sind und viel Geld haben und ihr könnt jetzt einfach gucken, um zu überlegen, welches wäre wirklich perfekt für mich beziehungsweise wie finde ich heraus, mit welchem ich starten kann und dann sucht ihr einfach eins aus und startet mit diesem, verschwende keine Zeit, let's fucking go, Leute.